Wir machen heute die moderne Version eines absoluten Klassikers, und zwar Kirschkleckskuchen. Perfekt fürs nächste Familienessen, da er genauso gut schmeckt wie der von Oma, aber dabei noch besser aussieht. Als erstes streuen wir dafür eine Auflaufform mit Mehl aus. Und falls ihr euch gerade fragt, warum meine Form hier oben so ein bisschen dreckig aussieht, das ist tatsächlich die natürliche Anti-Haftbeschichtung, also die Patina, die solche Steingutformen wie die hier, das ist ja die Anna aus der Rockstar-Serie, nach und nach bilden und dann dafür sorgen, dass ihr nicht mehr fetten müsst. Als nächstes wird ein großes Glas Schattenmorellen abtropfen gelassen und der Saft aufgefangen. Das habe ich schon gemacht. Jetzt kommen 25 Gramm Mandeln in den Mixtopf. Die werden 8 Sekunden auf Stufe 9 gemahlen und dann erstmal wieder umgefüllt. Ich muss ja sagen, ich liebe das total, dass man dank des Thermomix weniger Vorräte zu Hause haben muss. Egal, ob wir jetzt hier gemahlene Mandeln oder sowas wie selbstgemachtes Mehl, beides ist ruckzuck gemacht. Als nächstes kommt Butter in Stücken in den Mixtopf. Dazu kommen ein Ei, Milch, Zucker, Vanillezucker, Mehl und Backpulver und alles wird 15 Sekunden auf Stufe 4,5 geknetet. Ein Drittel unseres fertigen Teigs wird jetzt umgefüllt und kalt gestellt und den restlichen Teig geben wir in unsere vorbereitete Form, drücken ihn gleichmäßig am Boden an und ziehen einen kleinen Rand hoch. Dann kommt ein Päckchen Tortenguss in den Mixtopf, sowie 125 Gramm der Abtropfflüssigkeit von den Schattenmorellen, 125 Gramm Wasser, optional 2 bis 3 Tropfen Bittermandelaroma, seid damit aber auf jeden Fall vorsichtig, denn es hat einen sehr starken Geschmack, was übrigens auch der Grund ist, warum es nur in so kleinen Fläschchen verkauft wird und der Inhalt nur tropfenweise rauskommt. Und 20 Gramm Zucker. Nun wird erstmal alles verrührt, und zwar 3 Sekunden auf Stufe 6. Und dann kommt anstelle des Messbechers der Gareinsatz oben drauf und alles wird 5 Minuten bei 100 Grad auf Stufe 2 aufgekocht. Und während der Thermomix fleißig für uns aufkocht, verteilen wir schon mal unsere gemahlenen Mandeln und die Schattenmorellen auf dem Teigboden. Und die gemahlenen Mandeln, die wir gerade drauf geben, die schmecken nicht nur super, die fungieren gleichzeitig auch als Mini-Schutzschicht gegen die ganze Feuchtigkeit. Jetzt verteilen wir unseren aufgekochten Tortenguss gleichmäßig über den Kirschen. Dann schnappen wir uns unseren Teig aus dem Kühlschrank, zupfen unterschiedlich große Stücke ab, drücken sie flach und legen sie als Klecksmuster auf die Kirschen. Anschließend den Kuchen noch 30 bis 35 Minuten backen, auskühlen lassen und mit Puderzucker bestreuen. Und wer eher Apfel statt Kirsch-Fan ist, für den haben wir hier ein super leckeres und einfaches Apfelkuchen mit Crunch-Rezept.